Hallo zusammen, heute machen wir was richtig Cooles und zwar Pulled Pork Cannelloni. Und das ist so geil, da müsst ihr unbedingt dranbleiben. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Jawohl. Wir starten erst einmal mit einem Anzündkamin voller Briketts. Mein Landmann Kepler 600 ist bereits bereit für das nächste Rezept. Und zwar brauchen wir zuallererst einmal Pulled Pork. Das ist übrig gebliebenes Pulled Pork vom Tag davor. Und ja, das kann man wunderbar verwenden. Ihr habt ja auf meinem Kanal schon sehr, sehr viele Ideen für Pulled Pork gesehen. Und ich hatte jetzt letztens auch wieder ein Rezept, wo wir Pulled Pork benutzt haben. Und da schrieb einer meiner Zuschauer, und zwar der Sascha, viele Grüße an der Stelle an Pitmaster P. Hier, mach mal Pulled Pork Cannelloni, das habe ich mal gemacht. Und ja, ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und so freue ich mich an der Stelle einmal, Cannellonis mit Pulled Pork füllen zu dürfen. Funktioniert hervorragend. Ihr müsst gucken, dass ihr nicht zu viel reinstoppt. Die brechen halt leicht auf. Aber so kann man die eigentlich ganz gut befüllen. Von den Seiten sieht das dann so aus. Und ich denke, wir werden am Ende für meine normale Auflaufform so 20 bis 25 davon benötigen. Also ich hatte am Ende noch eine kleine Menge von dem Pulled Pork über, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel da so reingeht. War schon ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, ja, seht ihr, und nochmal 11 sind 22. Wunderbar. So passt das hier in meine Auflaufform rein. Das ist sehr schön. Die stellen wir erst einmal beiseite und kümmern uns um den Soßenteil. Da mache ich mir hier gar keine Komplikationen. Einmal pürierte Tomaten, einmal Barbecue-Soße, weil muss ja zum Pulled Pork-Geschmack auch irgendwie passen. Und damit es ein bisschen flüssiger wird, noch einen ordentlichen Schuss Bier hinzu. Bier geht immer. Einmal vermengen. Und fertig ist auch schon die Soße. So, einmal die Soße übers Pulled Pork gegeben. Und jetzt ist der Rest so ein bisschen, ich will nicht sagen wie eine Lasagne, ne? Aber ich hatte richtig, richtig Bock, dass da ordentlich Geschmack reinkommt. Und habe jetzt hier erstmal die Soße verteilt. Das ist wichtig, weil die Cannelloni ziehen ja im Garvorgang noch Flüssigkeit. Ansonsten werden die ja nicht weich. Ähnlich wie bei ganz normalen Nudeln. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Bechamelsoße oben drüber. Das ist auch richtig, richtig geil. Wie gesagt, hat am Ende so ein bisschen was vom Lasagne-Ansatz. Aber durchaus schön, weil ich finde, dass man diese Cannellonis mit dem Pulled Pork am Ende sehr gut portionieren kann. So, jetzt verstreichen wir das Ganze einmal. Jetzt sieht es auch noch cool aus. Und für alle, die jetzt sagen, ja, sag mal, hast du denn gar keine Gewürze damit reingepackt? Du hast ja gar kein Salz oder irgendwie was an die Tomaten gegeben. Ja, wir machen am Ende eine ordentliche Ladung Barbecue-Rub obendrauf. Auch das passt wieder thematisch zum Pulled Pork ganz gut und unterstützt so ein bisschen den Barbecue-Geschmack. Ja, und weil es so schön ist, noch ein bisschen geriebenen Käse oben drüber. Und zack, die Parf ist eine richtig, richtig geile Version, um Pulled Pork weiter zu verwerten. So, wir bereiten jetzt mal unseren Grill vor. Hab hier die Kohlekörbe. Und wir befüllen jetzt unsere Briketts ganz normal. Setup wird indirekt, also in dem Fall indirekt in der Mitte. Jetzt ziehen wir die beiden Kohlekörbe auseinander. So, das ist gar kein Problem. Die Handschuhe sind eigentlich sogar ganz cool dafür. Setzen unser Grillrost rein. Ja, die beiden Seitenteile. Das ist super, die kann man hoch und runter klappen. Seht ihr das? Da kann man auch nochmal Kohle nachfüllen, auch wenn noch was in Betrieb ist. Dann unsere Pulled Pork Cannelloni drauf. Deckel zu. Jetzt die Ventile ein bisschen aufmachen, weil wir wollen eigentlich schon ein bisschen Wumms in der Temperatur haben. Und dann setze ich mich mal so ein bisschen hin und beobachte den Sonnenuntergang. Ah, was für ein schöner Tag. Nach gut und gerne 35 Minuten schauen wir dann mal so da rein. Und da sieht man schon, das sieht sehr gut aus. Es köchelt so leicht vor sich hin. Es hat auch schon eine angenehme Farbe obendrauf. Der Käse ist geschmolzen. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Ja, sehr schön. Wenn man mit dem Löffel da so reinpiekst, merkt man schon, ob die Cannelloni wirklich noch ein bisschen Biss haben oder ob sie schon ganz weich gekocht sind. In dem Fall mag ich das immer noch so ein bisschen, wenn Nudeln so einen kleinen Biss haben. In dem Fall sieht man das auch ein bisschen, wenn ich das hier schneide. Ja, guckt euch das an. Ist das nicht geil? Das sieht richtig, richtig gut aus. Richtig, richtig gut aus. Ja, schmeckt auch gut. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Hinterlasst mir doch einen Kommentar und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich muss jetzt direkt noch so eine Gabel davon essen. Wirklich richtig cool. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, auch unbedingt nachholen.
bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank, ich bin raus, euer Markus.